Hallo und herzlich willkommen, meinen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, wir wollen heute am Sonntag auch mal reinschauen, worum es heute geht, welche Energien wir mitbekommen von der geistigen Welt und wie die Tagesenergiezahl ist. Ich hoffe, du hattest gestern einen angenehmen, wundervollen und wunschreichen Tag. Und wir schauen mal rein, was es heute so sein darf. Da ich die Tagesenergiezahl schon kenne, weiß ich ungefähr, wohin der Wind weht. Das ist heute die 888, eine Engelszahl. Und sie sagt, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Ja, du bist einfach der allerwichtigste Mensch in deinem Leben, weil wenn du auf dich selber nicht gut aufpassen kannst, dann ist es schwierig, auf andere Menschen gut aufzupassen. Ja, und letztendlich wird es dann auch unmöglich, irgendwann auf andere aufzupassen, wenn man nicht selbst auf sich achtet. Ich weiß, es gibt immer wieder Situationen und Phasen im Leben, wo wir Raubbau an unserem Körper begehen, wo wir Raubbau an unseren Ressourcen im Allgemeinen begehen oder begehen müssen. Und diese Phasen sollten halt nicht übermäßig lange andauern, weil es sonst einfach schier verrückt macht. Falls du neu hier bist, ich habe vier Kinder, ich bin eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Und ich erinnere mich noch ganz gut an die Zeit zurück, wo die drei Kleinen halt alle nacheinander kamen. Und ja, mein Ex-Mann natürlich weniger hilfreich war, als man es sich wünschen würde. Und wer alle 2 Jahre von vorne beginnt, alle 2 Jahre ein neues Kleinkind hat, von vorne beginnt, mit Stillen, Laufen lernen, Sprechen lernen und alles, was man halt so können muss und das dann dreimal hintereinander, plus noch ein älteres Kind, der weiß, wovon ich rede. Es gibt Phasen im Leben, da ist man einfach voll und ganz im Hier und Jetzt eingespannt für andere Menschen. Aber bei mir liegt es jetzt schon ein bisschen zurück. Der Jüngste ist jetzt schon 6. Und es ist jetzt wieder möglich, sich Phasen zu schaffen, wo ich selber der wichtigste Mensch in meinem Leben sein kann. Natürlich nicht von Montags bis Freitags unbedingt, aber es gibt schon Phasen, wo das immer wieder möglich ist. Und ich hoffe, bei dir ist es auch so. Gut, wen ich jetzt noch nicht zu Tode gelangweilt habe mit meiner Vorgeschichte, der sei herzlich eingeladen, mit mir ins Tarot zu schauen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Erste Karte, 4 der Kelche. Zweite Karte, 6 der Kelche. So. 6 Schwerter. Der Gehängte auf dem Kopf. Und last but not least, diese Karte, die 9 der Münzen und die Hohepriesterin. Also, hier geht es tatsächlich auf zu neuen Ufern. Auf der Unterseite haben wir nochmal die Welt. Hier geht es heute darum, wirklich zu erkennen, was dir nicht mehr dient. Ja, mit den 4 Kelchen, da ist es manchmal so, dass man sehnsüchtig noch in die Vergangenheit schaut, auch bezeichnet, dass diese Karte quasi direkt am Anfang der Legung ist und direkt in die Vergangenheit guckt. Man sieht immer nur in dem Moment, was man nicht hat, was man verpasst hat, welche Chancen man verpasst hat, während man gelebt hat. Und ja, also um bei mir zu bleiben, man könnte sagen, oh Gott, du hast deine ganzen 20er damit verschwendet, Windeln zu wechseln und Kinder hin und her zu tragen und hast vielleicht diese Partyphase verpasst, die viele so in ihren 20ern haben. Aber gleichzeitig kann man hier dann auch, wenn man möchte, erkennen, dass da einem ein neuer Kelch gereicht wird und der führt zu stabilen Verhältnissen. Manchmal auch zu langfristigen Beziehungen, ja, lebenslangen Beziehungen, Verbindungen. Und jetzt ist es an der Zeit, hier einzusehen, dass man vielleicht auch über seine eigene Vergangenheit anders denken darf. Ja, also man kann das immer mit zwei verschiedenen Brillen sehen. Ja, man kann zurückschauen und sagen, oh, ich habe all meine Jugend verschwendet, weil de. So, man kann aber auch zurückschauen und sagen, hey, ich habe in einer Phase, wo ich viel Energie hatte, wo ich noch jung und vital war, habe ich diese Energie genutzt, um mir hier meine Familie aufzubauen, um mit den 6 Kelchen eine langfristige, vielleicht sogar lebenslange, ja, lebenslange Liebesbeziehung mit meinen Kindern aufbauen zu können, während andere Leute vielleicht jetzt in meinem Alter, wo sie nicht mehr so ganz fit und ganz vital sind, schon ein bisschen durchgefeiert sind,
dann erst anfangen, Panik zu kriegen, dass sie keine Kinder bekommen. So. Also man kann das immer auf zwei verschiedene Weisen sehen. Man kann sich selbst bemitleiden, wenn man zurückschaut in die Vergangenheit. Man kann sich nur auf die negativen Aspekte konzentrieren. Man kann aber auch zurückschauen und sich nur auf die positiven Aspekte konzentrieren und alles andere, was schiefgelaufen ist, auch verdrängen und verklären. Auch das ist nicht so ganz das, worum es mir hier gerade geht, sondern es geht darum zu erkennen, dass wir immer wieder, egal unter welchen Situationen, lernen dürfen, uns selbst wichtig zu nehmen. Es sind gar nicht die Dinge so zahlreich, die man braucht, sondern es sind diese inneren Einstellungen zu sich selber, wo man mal umdenken darf, wo man hier sich selber auch erhöht und seine eigene Hohepriesterin im Leben wird, wo man diese Lebensphilosophie, die man in sich trägt, mal genauer anschauen darf. Ja, was denke ich denn wirklich über das Leben? Was denke ich über mich? Worum geht es mir hier eigentlich? Und mit den 6 Schwertern setzt man hier von einem Ufer zum anderen Ufer über und kommt in neue Gedanken. Man kommt in einen Zustand, wo es einfach mal etwas Neues geben darf. Wo man sich vielleicht auch dazu entscheidet, hier Stagnationen oder festgefahrene Situationen wirklich hinter sich zu lassen. Weil der Gehängte ist ja immer eigentlich so eine Art Auszeit, eine Warteposition, etwas, wo man gefesselt ist. Wenn das Ganze nun aber auf dem Kopf fällt und wir uns das hier genau anschauen, dann gibt es hier so einen Aha-Moment, eine Erleuchtung, die nach oben hin strebend ist, wo man das Gefühl hat, vielleicht sogar schon den Himmel erreichen zu können, wenn man sich nur ein bisschen anstrengt. Und ich habe das Gefühl, dass hier ganz neue Optionen auf dich zukommen werden, wenn du begreifst, dass diese 9 Münzen für dich vorgesehen sind. Wenn du im Inneren akzeptierst, dass es gute Dinge gibt, die auf deinem Weg liegen. Denn die 9 Münzen stehen für Unabhängigkeit, für selbsterschaffene finanzielle und materielle Freiheit. Generell die Freiheit, sich selber zu strukturieren, sein eigenes Leben wieder in die Hand zu nehmen. Und wenn du dir im Inneren erlaubst, dir wieder die Macht zurückzuholen, nach innen zu gehen und eine Vision davon zu entwickeln, was für dich das gute Leben ist, wo du ungebunden hier bist, ja, was nicht heißt, dass du nicht in einer Beziehung sein kannst, aber wo du dich für dich selbst entscheiden kannst, wo du eigenständige Entscheidungen treffen kannst, wo du dich nicht an die Meinung eines anderen ständig gebunden fühlst, wo du nicht für jemand anderen lebst, sondern mit jemand anderem lebst, ja. Wo du halt für dich selbst lebst, in Verbundenheit mit anderen oder halt auch nicht, je nachdem. Aber es geht darum, hier großzügig und großmütig sich selber wieder Platz einzuräumen für positive Ereignisse, für positive Entwicklungen und ja, dir selber einfach auch dieses Glück gönnst. Ja, was hier durchkommt, so von der Seite, ist immer wieder, dass man sich nicht zugesteht, glücklich sein zu dürfen, dass es so schwierig ist, ja, dass es einfach so verdammt schwierig ist, mit dem, was man möchte, glücklich zu sein. Und manchmal weiß man es halt noch gar nicht, ne? Das ist auch so der 6-Schwerter-Modus. Ist auch okay, wenn man nicht weiß, wohin die Reise geht, aber man ist zumindest froh, diese geistigen, stürmischen Seen hinter sich zu lassen, wo man so sehr von Zweifeln und Sorgen und Nöten geplagt ist, wenn man schafft, das zu sortieren und das halt auch nach oben hin abzugeben, wieder zur Ruhe zu kommen, dann eröffnen sich hier ganz neue Möglichkeiten. Ja, dann drehen sich die großen Stellschrauben im Hintergrund wieder, könnte man sagen. Dann fließt es wieder, weil der Gehängte kommt wieder zurück in eine aufrechte Position. Das Blut läuft wieder vom Kopf zurück in den Rest des Körpers. Und hier gibt es so Umstände, die begünstigen können, dass jetzt positive Entwicklungen für dich angeschoben werden. Aber den Weg gehen, den kannst du immer nur alleine gehen. Ja, wie ich schon oft sagte, du kannst dir hier immer Inspirationen mitnehmen. Du kannst dich hier in meinem esoterischen Supermarkt gerne umschauen. Schau dir auch gerne ältere Kartenlegungen an. Und da kannst du dann immer gewisse Informationen rausziehen, die für dich eventuell wichtig sind, um hier diesen Sturm, diesen
mentalen Sturm gut zu überstehen und vielleicht auch wieder dich auf deinen Fixstern zu konzentrieren, da wo du hin möchtest. Aber den Weg gehen, das kannst du dann immer nur alleine. Ja, man kann immer nur hilfreich zur Seite stehen oder wir können auch mal eine persönliche Kartenlegung machen. Die Infos dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Da gibt es den Weg zu meiner Homepage. Dann können wir auch gerne in deine ganz konkrete Situation mal hineinschauen. Aber gehen und leben musst du dann doch selber. So, wir nehmen jetzt noch zwei Karten aus dem Orakel der Göttinnen. Die Sonntagskarte ist auch schön. Das machen wir jetzt noch kurz vorher. Seht ihr das, diese Sonntagskarte? Man steht hier im Zentrum und hat einen geschlossenen Kreis um sich herum. Es ist nicht nur das Symbol der Sonne, sondern es ist auch das Symbol von Fruchtbarkeit. Ja, das ist eine Eizelle, ein Lebewesen, das hier wachsen möchte. Hier ist man im Schutzkreis. Ja, hier hat man einen Bannkreis auch drumherum gezogen. Erinnert euch, wenn der Bannkreis nicht zu ist, was passiert mit Faust und Mephisto? Also passt auf, dass hier der Kreis geschlossen ist und dass sich zur Not auch die Schlange in den Schwanz beißt. So, jetzt schauen wir aber noch mal weiter. Also, Orakel der Göttinnen, zwei Karten, da waren wir stehen geblieben. Erste Karte. Und zweite Karte. So. Wir haben die Diana, zielgerichtete Absicht. Richte deine Gedanken, Gefühle und Taten unentwegt auf dein Ziel, dann wirst du es auch erreichen. Ja, und wenn du noch nicht weißt, wohin du zielst, dann ist das auch in Ordnung. Aber schaut jetzt nicht, dass ihr euch selbst hier abschießen sollt, aber hier haben wir diesen Kreis, auf den du zielen kannst, wie eine Zielscheibe. Ja, darauf zielst du, auf diese neue Welt, auf dein neues Leben. Du zielst hier direkt ins Bullseye, ja, ins Auge von dem, wo du hin möchtest. Konzentrier dich, finde heraus, was dir selbst wichtig ist, finde heraus, wie du dich selbst in deinem Leben auch wieder zur Priorität machen kannst und dann richte deine Absichten darauf aus, hier diese gute Ernte zu haben, ja, hier diese neuen Münzen dann letztendlich für dich auch noch zu pflücken und zu sagen, ja, das möchte ich noch haben und das möchte ich noch haben und das will ich auch noch vom Leben sehen und dann gehst du dem Ganzen nach. So, erste Karte. Und dann haben wir die Isolde, die unsterbliche Liebe. Die Liebe, die ihr geteilt habt, währt ewig, unabhängig von der äußeren Situation. Also, falls du hier noch auf Situationen zurückschaust oder Familienmitglieder vielleicht vermisst, die nicht mehr unter uns sind oder mit denen du keinen Kontakt mehr hast, dann nimm dieses Gefühl von Verbundenheit und Liebe mit in deine Zukunft. Aber wenn es nicht mehr sein soll, aus welchen Gründen auch immer, dann soll es halt nicht mehr sein. Ja, dann finde dich damit auch ab, dass diese drei Kelche in der Vergangenheit liegen. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen öfter die acht der Kelche, die auch davon sprechen, dass man alte Dinge einfach loslassen muss, auch alte Beziehungen, um dann letztendlich hier auch auf zu neuen Ufern gehen zu können. So, nehmen wir noch eine Karte aus dem Heilorakel der Feen. Heilorakel der Feen, eine Karte noch für meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Danke, es sind sogar zwei. Die Karten fühlen sich heute sehr schwer an. Interessant. Sehr schwer, aber wie üblich kegeln sie die Deko um. Die erste Karte ist der Ortswechsel. Ja, vielleicht musst du mal frische Luft um die Ohren geweht bekommen. Vielleicht ist es an der Zeit, auch eine kleine Reise zu unternehmen oder einen Tagesausflug oder einen Umzug zu planen, wenn du in einem Haus, einer Wohnung lebst oder in einer Gemeinde lebst, wo dich alles immer wieder nur an das Alte erinnert, ist es vielleicht an der Zeit, hier auch mal einen Ortswechsel anzustreben oder zumindest darüber nachzudenken, ob man sich hier nicht mal vom Fleck bewegen könnte. Und die zweite Karte ist Folge deinen Träumen. Folge deinen Träumen. Puh, schöne Karte, aber große Aufforderung. So, ich würde sagen, meine Lieben, ich lasse das für heute jetzt einfach mal so stehen.
Nehmt euch Zeit, geht nach innen, entwickelt eine Vision, träumt davon, was alles noch möglich ist und dann geht vielleicht auch schon mal los und findet Mittel und Wege, wie ihr das machen könnt, aber nicht aus einer übereilten Hast heraus, nicht aus dem Gefühl heraus, wieder etwas leisten zu müssen, sondern mit der 888, aus der tiefsten Überzeugung heraus, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und dass du es verdient hast, auch positive und gute Wendungen in deiner Geschichte zu erhalten, ja, zu erwünschen, zu erbeten und zu erschaffen durch deine eigene Schaffenskraft. Ich wünsche dir dabei auf jeden Fall alles Gute, gehab dich wohl und nutze hier diesen heißen Draht nach oben. Ja, das ist gerade offen, auch wenn das vielleicht lange Zeit stagniert war, kann es sein, dass du jetzt hier einen sehr guten Draht hast, auch zur geistigen Welt und das für dich nutzen kannst. Ich wünsche dir dabei alles Gute, gehab dich wohl und wenn du magst, hinterlass mir gerne einen Kommentar oder Like. Falls noch nicht geschehen und du immer noch zuhörst, abonniere gerne meinen Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.